Liebe werdende Eltern, herzlich willkommen zu diesem virtuellen Rundgang durch die geburtshilfliche Abteilung im babyfreundlichen Krankenhaus Bad Soden. Mein Name ist Stefanie Kopf, ich bin angestellte Hebamme hier im Kreißsaal und freue mich, Ihnen heute die Räumlichkeiten zu zeigen. In unserem Haus werden jährlich mehr als 1200 Babys geboren. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr Baby hier zu gebären, steht Ihnen ein Team aus Hebammen, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Stillberaterinnen und natürlich Ärztinnen und Ärzte jederzeit zur Verfügung. Unser Hebammenteam arbeitet im Dreischichtsystem Früh-, Spät- und Nachtdienst, wobei sie von jeweils zwei Kolleginnen betreut werden. Unser Ziel ist es, dass Sie hier bei uns geborgen, individuell, selbstbestimmt und vor allem möglichst entspannt entbinden können. Wir befinden uns hier in unserem Wehenzimmer. Dieser Raum bietet Platz für zwei Patientinnen und ist jeweils mit einem Herztonschreiber ausgestattet. Wenn Sie unser Kreißsaal zur Geburt aufsuchen, werden wir Sie hier zunächst aufnehmen. Sie finden Raum und entsprechende Ruhe, um erst einmal anzukommen und sich vor allem auf die besondere Situation der Geburt einzustellen. Darüber hinaus nutzen wir die Räumlichkeiten, um ambulante Kontrollen, sowohl in der Schwangerschaftsvorsorge, aber auch bei Terminüberschreitungen am Wochenende zu nutzen. Liebe werdende Mama, wenn wir feststellen, dass Sie regelmäßige Wehentätigkeit haben und sich der Muttermund eröffnet, finden Sie hier in einem von insgesamt drei Kreißsälen Raum, Ihr Baby entspannt und in Ruhe zu gebären. Verschiedene Hilfsmittel und Möglichkeiten von Positionswechseln stehen bereit, um Ihnen die Wehenarbeit zu erleichtern. Eine gute Möglichkeit, die Wehenarbeit zu gestalten, ist unsere Geburtswanne. Zum einen wird sie gerne genutzt, um hier zu entspannen und die Wehentätigkeit erträglicher zu machen. Aber ist es auch so, dass viele Babys tatsächlich an diesem Ort geboren werden. Letztendlich entscheiden Sie, was Ihnen gut tut, und viele Dinge passieren unter der Geburt ganz intuitiv und selbstverständlich. Unser Ziel ist es, Sie individuell und kompetent zu begleiten. Das Wasser hat die Eigenschaft, dass es eine schmerzlindernde Wirkung zeigt, und zum anderen wird hier die aufrechte Geburtshaltung auch mit Hilfe des Seils gefördert, was Ihnen Mobilität und Beweglichkeit im Becken verschafft. Eine weitere gute Möglichkeit bietet Ihnen der Petsi-Ball, denn auch hier ist Ihr Becken in Bewegung. Sie nehmen eine aufrechte Position ein und fördern somit die physiologische, also den natürlichen Geburtsfortschritt. In Kombination mit dem Seil bieten sich hier einige Möglichkeiten für Sie, individuell auf den Geburtsschmerz reagieren zu können. In unserem Kreisbett, das in allen drei Räumen identisch aufgebaut ist, finden Sie Raum, sich zu entspannen, aber auch dieses Bett kann genutzt werden, um unterschiedliche Stellungen, Positionen einzurichten, um Ihnen weitere Möglichkeiten der Position zu ermöglichen. Wenn es aus irgendeinem Grund zu einem Kaiserschnitt kommen sollte, findet sich der OP-Saal direkt nebenan, was uns kurze, aber vor allem effiziente Wege ermöglicht. Nach der Geburt Ihres Babys ist es uns als babyfreundliches Krankenhaus, das nach den Richtlinien der WHO-UNICEF-Initiative arbeitet, als selbstverständlich, dass Ihr Baby im Bonding, also im nackten Hautkontakt, bei Ihnen auf der Brust ist. Nach frühestens einer Lebensstunde und
Wenn Ihr Baby das erste Mal Kontakt zu Ihrer Brust aufgenommen hat, werden wir es gemeinsam mit Ihnen hier an der neugeborenen Einheit versorgen und die ärztliche Erstuntersuchung findet statt. Meine Kolleginnen und ich unterstützen Sie gerne mit Akupunktur, Homöopathie und der Aromatherapie. Selbstverständlich haben Sie aber auch die Möglichkeit der Schmerzlinderung durch Medikamente oder der PDA, der rückenmarksnahen Betäubung, die von einem Anästhesisten durchgeführt wird. Wir befinden uns hier auf unserer integrativen Wochenbettstation, in der Sie im Ein-, Zweibettzimmer, aber auch gerne im Familienzimmer untergebracht sind. Wir arbeiten nach den Standards zum erfolgreichen Stillen, die von der WHO und UNICEF-Initiative entwickelt wurde. Aus diesem Grund befindet sich Ihr Baby im Rooming-In, das heißt, es ist immer bei Ihnen an 24 Stunden. Und Sie werden es hier in diesem Raum gemeinsam mit der Unterstützung unserer Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern und Stillberaterinnen versorgen und so einen guten Stillstart ermöglicht bekommen. Liebe werdende Eltern, wir hoffen, dass wir Sie von unserem Konzept babyfreundliches Krankenhaus überzeugen konnten und wir freuen uns, Sie bald hier in unserem Kreissaal begrüßen zu können.